Hallo zusammen! Gebt zu, dass jeder von euch mindestens einmal in seinem Leben versucht hat, seinen Kumpels oder Eltern einen coolen Trick vorzuführen, um sie zu beeindrucken. Aber meistens zeigen sich die Verwandten oder Freunde aus irgendeinem Grund nicht besonders überrascht und fangen an zu kichern, sobald man mit der Vorführung eines Tricks fertig ist. Was glaubt ihr, was könnte die Ursache dafür sein? Wir glauben, dass es am Mangel an Geschick und Fantasie liegt. Oder es ist einem von Natur aus nicht vergönnt. Aber was soll's? Wir haben uns darüber Gedanken gemacht und sind zum Schluss gekommen, dass wir durchaus in der Lage wären, unserer geliebten Zuschauerschaft einfache und gleichzeitig effektvolle Tricks beizubringen. Habt ihr Lust auf ein wenig Zauber? Hier sind also 10 einfache Tricks, die absolut jeder bei sich zu Hause nachmachen kann. Lasst uns loslegen! Taucherglocke. Möchtet ihr einen markanten Spitznamen haben, wie etwa Wassermagier oder Gebieter der Elemente? Wenn ja, werden wir euch erzählen, wie ihr beweisen könnt, dass ihr eurem Namen wirklich gerecht seid. Sagt euren Freunden, dass ihr es schaffen könnt, ein Blatt Papier auf den Grund eines Ozeans, genauer gesagt auf den Boden einer Wanne zu bringen, ohne dass es nass wird. Eure Kumpels sollen aber vorher irgendetwas darauf kritzeln. Danach müsst ihr das Blatt zusammenfalten und in ein Glas legen, sodass es darin festsitzt und nicht runterrutscht. Nun wird das Glas mit dem Blatt umgedreht und so auf den Boden eines Wasserbehälters platziert. Das war's schon. Das Papier ist trocken und das Wasser kann nicht daran herankommen. Im Anschluss holt das Blatt heraus und zeigt es unbedingt den misstrauischen Beobachtern, damit sie sich vergewissern, dass es tatsächlich trocken ist. Der Trick lässt sich übrigens ganz einfach erklären. Bei flüchtiger Betrachtung sieht das Glas mit dem Papier so aus, als wäre darin nichts außer dem Blatt. Aber das stimmt nicht. Darin gibt es auch Luft. Wenn wir das Glas mit dem Boden nach oben halten und anschließend ins Wasser versenken, sorgt die Luft dafür, dass das Wasser ans Papier nicht rankommt. Deswegen bleibt es trocken. Bestimmt erinnert sich jeder an die Szene aus Fluch der Karibik, wo Captain Jack Sparrow sich unter dem Wasser bewegt hat, indem er ein umgedrehtes Boot als Luftquelle benutzt hat. Der Regisseur hat sich genau desselben Prinzips bedient wie beim Trick mit dem Stück Papier im Glas. Unsichtbare Tinte. Jeder von euch hat sicher ein Geheimnis, das ihr nur auserwählten Personen verraten könnt. Aber es gibt Situationen, in denen es gerade unpassend ist, über Geheimnisse zu reden, da man sich beobachtet fühlt. Wir bringen euch eine Methode bei, geheime Botschaften genau unter solchen Umständen zu verfassen. Und damit keiner dahinter kommt, was auf dem Papier steht, verwenden wir eine spezielle, unsichtbare Tinte. Alles, was wir brauchen, sind Zitronensaft, ein Pinsel, ein Zettel und eine Wärmequelle. Schreibt mit dem Pinsel eine Nachricht auf den Zettel und lasst die Tinte trocknen. Guckt mal, es ist nichts zu sehen, das Blatt sieht wie neu aus. Aber wenn man es erwärmt, zum Beispiel mit einem Bügeleisen, wird die Nachricht sichtbar. Das Geheimnis dieses einfachen Tricks besteht darin, dass unsere selbstgemachte Tinte anbrennt und somit dunkel wird, während man das Bügeleisen über das Papier reibt. Deswegen wird sie sichtbar. Stricktrick. Nein, es ist nicht das, woran ihr gedacht habt. Wir hatten nicht vor, uns zu erwürgen, obwohl dieser effektvolle und einfache Trick genau danach aussieht. Wir zeigen euch gleich, wie ihr eure Freunde durch euren stahlharten Hals beeindrucken könnt. Dazu brauchen wir einen Strick oder einen Schal und natürlich etwas Geschick für den Fall, dass etwas schief läuft. Also, wir legen den Strick um den Hals. Dann nehmen wir das eine Ende, indem wir den Strick quasi in zwei Hälften biegen und führen das andere Strickende hinter den Hals. Das Ganze muss so aussehen, als ob die Enden sich gekreuzt hätten und eine feste Schlinge um euren Hals zusammengezogen worden wäre. Nun nehmt den Strick mit beiden Händen, tut so, als würdet ihr euch anstrengen und zieht an beiden Enden. Zack, fertig. Der Strick bleibt unversehrt und die Zuschauer haben einen Schreck gekriegt, während euer Hals gar keinen Schaden davon getragen hat. Schwimmende Nadel. Lasst uns gemeinsam die simple Frage beantworten, ob eine Nadel auf dem Wasser schwimmen kann. Jeder von euch würde sicherlich sagen, dass sie sofort untergehen würde. Aber so einfach ist es nicht, Freunde. Gleich werden wir sie schwimmen lassen. Für diesen einfachen Trick muss sie mit ein wenig Öl oder Fett geschmiert werden. Danach legt ihr sie vorsichtig mit einer Pinzette auf die Wasseroberfläche. Wie ihr seht, versinkt die Nadel nicht im Wasser. Toll, oder? Wenn ihr uns nicht glaubt, könnt ihr es selbst ausprobieren und wir erzählen euch, was hierbei der Clou ist. Alle wissen, dass Stahl, aus dem die Nadel angefertigt ist, ein Metall und somit schwerer als Wasser ist. Aber schaut euch die Wasseroberfläche und die Nadel herum genau an. Sie ist quasi eingebogen.
Das kommt davon, dass die Nadel mit einer Fettschicht überzogen ist, die als eine Art Gummimatratze dient, die es verhindert, dass die Nadel untergeht, indem sie sie auf der Wasseroberfläche hält. Mathematischer Trick. Nun lasst uns ein bisschen den Kopf anstrengen und rechnen. Ihr braucht euch nicht gleich gelangweilt zu fühlen. Das hier ist kein eintöniger Matheunterricht, sondern ein echter, ausgeklügelter Trick. Um nicht durcheinander zu kommen, raten wir euch, einen Zettel und einen Stift zur Hand zu nehmen. Also, stellt euch eine Zahl von 2 bis 10 vor. Habt ihr sie? Nun müsst ihr sie mit 9 multiplizieren. Keine Sorge, wir wollen nicht eure Kenntnisse der 1x1-Reihe auf die Probe stellen. Ehrenwort. Habt ihr schon die Zahlen multipliziert? Infolge dieser Operation sollte sich eine zweistellige Zahl ergeben. Jetzt müsst ihr die erste Ziffer dieser Zahl um die zweite zusammenzählen. Wenn ihr zum Beispiel die Zahl 45 habt, müsst ihr zur Zahl 4 die Zahl 5 addieren. Nun subtrahiere 5 von dem Ergebnis. Keine Panik, wir sind gleich fertig. Dann wird dieser Zahl ein Buchstabe zugeordnet. Die 1 steht beispielsweise für den Buchstaben A, die 2 für B und so weiter. Und jetzt, wo ihr euch für einen Buchstaben entschieden habt, müsst ihr euch den Namen eines Landes einfallen lassen, der mit diesem Buchstaben beginnt und euch als erstes in den Sinn kommt. Danach müsst ihr euch ein großes Tier aussuchen, dessen Name mit dem dritten Buchstaben des Namens dieses Landes beginnt. Fertig? Nun sagt uns, wie kommt ihr darauf, dass es in Dänemark Nashörner gibt? Emotionaler Geldschein. Für diesen Trick braucht ihr einen Geldschein, auf dem irgendjemandes Gesicht dargestellt ist. Habt ihr einen gefunden? Nun faltet vorsichtig den Schein in 2 Hälften. Danach müsst ihr ihn einmal links und einmal rechts von der bereits vorhandenen Falte biegen, aber in die entgegengesetzte Richtung, sodass sich dabei eine Art Fächer ergibt. Jetzt passt auf! Wenn ihr den Schein ganz langsam dreht, ändert sich sofort die Stimmung des Menschen, dessen Konterfei darauf abgebildet ist. Erst vor wenigen Augenblicken war er heiter und jetzt guckt er ganz traurig. Wir denken, es liegt daran, dass er nicht darauf steht, gefaltet zu werden. Deswegen lassen wir ihn in Frieden und machen mit anderen Tricks weiter. Gefrierendes Wasser. Viele von euch haben bestimmt den Trickfilm Frozen gesehen und wissen, dass dort die Hauptfigur umgebende Gegenstände ganz geschickt in Eis verwandeln und magische Tricks mit Schnee vollführt hat. Jetzt werden wir dasselbe tun. Dazu müsst ihr als erstes eine Plastikflasche mit Wasser ins Kühlfach stellen, aber vergesst sie nicht. Das Wasser darf nicht komplett zu Eis werden, sondern soll nur den Gefrierpunkt erreichen. In einfachen Worten, es soll maximal abkühlen, was etwa 2 Stunden dauert. Vergesst nicht nachzuschauen, wie es dem Wasser geht, um den richtigen Moment nicht zu verpassen, in dem die Flasche herausgeholt werden muss. Lange Rede, kurzer Sinn, lasst uns endlich mit der Magie anfangen. Legt einen Eiswürfel oder besser einen kleinen Haufen davon auf einen Teller und begießt diesen Mini-Eisberg mit dem Wasser aus der Zauberflasche. Nun dürft ihr darüber staunen, dass sich das Wasser direkt vor euren Augen in Eis verwandelt. Telekinese. Wir denken, dass niemand irgendwelche Einwände gegen die Behauptung hätte, dass es cool wäre, Telekinese zu besitzen und Gegenstände durch Gedanken zu bewegen. Man könnte zum Beispiel seine Kopfhörer oder einen Leckerbissen aus der Küche herbeipfeifen. Allerdings wissen wir nicht, wie man solche Fertigkeiten erlernen kann. Wahrscheinlich muss man dafür einer der X-Men sein. Wenn ihr noch nicht über solche Fertigkeiten verfügt, bringen wir euch einen einfachen Trick bei, der eure Freunde in Staunen versetzen dürfte. Wir brauchen eine große Plastikflasche und einen kleinen Ketchup- oder Soßebeutel. Es könnte aber auch ein anderer, leichter Gegenstand sein. Der Beutel wird in die Flasche gesteckt, die fest verschlossen werden soll. Jetzt fängt das Spannendste an. Versucht die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf die freie Hand zu lenken, mit der ihr gestikuliert, und drückt in diesem Augenblick die Flasche zusammen, und zwar so, dass es keiner mitbekommt. Wenn man die Flasche hier zusammendrückt, geht der Beutel nach unten. Wenn man den Griff lockert, kommt er wieder nach oben. Wenn ihr ein wenig übt, werdet ihr die perfekte Balance finden und nicht nur den Versuchsgegenstand lenken können, sondern auch die Blicke eurer staunenden Freunde. Levitation. Habt ihr jemals davon geträumt, fliegen zu können? Eigentlich braucht ihr diese Frage nicht zu beantworten, denn wir wissen ganz genau, dass jeder davon träumt. Wahrscheinlich deswegen sind die Levitationstricks die beliebtesten und schwierigsten von allen. Aber keine Bange, es wird nicht so schwer sein. Wir zeigen euch, wie man sich innerhalb von nur ein paar Minuten das Fliegen beibringen kann. Für diesen Trick benötigen wir eine weite, lange Hose, die die Fersen bedeckt und das war's eigentlich. Ach ja, man braucht auch ein gutes Gleichgewichtsgefühl. Aber selbst wenn ihr es nicht habt, macht's nichts. Das kann man üben. Also, los geht's!
Wendet euch mit dem Rücken zu euren Zuschauern. Dabei müsst ihr die Füße direkt hintereinander stellen, sodass der eine von dem anderen komplett verdeckt ist. Hat's geklappt? Ihr könnt vor dem Spiegel üben, um die optimale Lage zu finden. Wenn ihr sie bereits gefunden habt, fangt an, euer Gewicht auf den Fuß, den ihr vor euren Zuschauern versteckt habt, zu verlagern, als würdet ihr abheben. Dabei solltet ihr nicht vergessen, den angehobenen Fuß parallel zum Boden zu halten, um den Eindruck zu erwecken, als ob ihr einige Zentimeter über dem Boden schweben würdet. Das Publikum darf sich übrigens auf keinen Fall darüber beschweren, dass eure Flughöhe zu gering sei. Schließlich ist Levitation eine komplizierte Sache. Während der Vorführung des Tricks könnte man einige magische Bewegungen mit den Händen vollziehen. Sie würden dem Erlebnis eine zusätzliche zauberhafte Note verleihen und euch beim Balancieren helfen. Verschwinden des Zeigefingers. An dieser Stelle möchten wir besonders empfindlichen Zuschauern bitten, sich vom Bildschirm abzuwenden, denn gleich könnte jemand von uns einen seiner Finger verlieren. Das ist natürlich nicht ernst gemeint, aber der Trick sieht wirklich realistisch aus. Sieh zu, es ist eine Hand mit 5 Fingern. Und jetzt, abracadabra, simsalabim, und der Zeigefinger ist weg. Für euch ist dieser Trick sicherlich nicht neu, aber auf Kindern macht er einen großen Eindruck, besonders wenn man ihn richtig zeigt. Damit alles klappt, muss der Zeigefinger hinter dem Mittelfinger versteckt werden, und zwar so, wie es hier gezeigt wird. Mit dieser Vorführungstechnik sieht der Trick sehr realistisch aus. Also, sollten eure kleinen Geschwister euch auf den Geist gehen, könnt ihr ihnen mit diesem Fingertrick ein bisschen Angst einjagen. Wir haben in diesem Video alle Tricks gezeigt, die wir beherrschen. Jetzt seid ihr dran. Schreibt uns in die Kommentare, welche Zaubertricks ihr drauf habt. Und noch was. Falls es euch gelingen sollte, unsere Tricks nachzumachen, vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben. Tolle Gadgets, neueste Technologien, unglaubliche Erfindungen und andere coole Dinge in Verbindung mit Hightech bei TechZone. Abonniert und ihr werdet es nicht bereuen. Den Link findet ihr auf dem Bildschirm und in der Beschreibung. Danke fürs Zusehen. Bitte klickt auf Gefällt mir und teilt das Video in den sozialen Netzwerken und wir werden bald wieder zurück sein, so schnell wir können.